Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr alle heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.joelmedia.de. Auch heute gibt es eine interessante Geschichte, eine, die uns einiges auch zu sagen hat für unsere Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jedes Mal, wenn ich die Evangelien studiere, stelle ich fest, was da für Schätze drin verborgen sind. Wenn man das gründlich anschaut, kann man unglaublich viel über Jesus lernen und das werden wir heute tun. Wir möchten gemeinsam mit einem Gebet starten und uns dann über die Zeichen der Zeit unterhalten. Lasst uns gemeinsam niederknien. Lieber Vater im Himmel, danke so sehr für dein Wort und dass in jedem Vers, in jeder Geschichte solche Schätze der Wahrheit verborgen sind. Danke, dass wir Jesus immer besser kennenlernen können, je mehr wir sein Leben studieren. Und dass wir wissen dürfen, dass durch das Anschauen wir verwandelt werden durch den Heiligen Geist, der jetzt zu uns sprechen möchte. Herr, wir danken dir, dass du mitten unter uns bist und dass du zu unserem Herzen sprichst. Und wir freuen uns auf das, was du uns heute sagen möchtest. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Schlagt mit mir auf, Matthäus Kapitel 15. Und wie immer wollen wir uns kurz noch einmal vergegenwärtigen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben letztes Mal eine Geschichte studiert, die zu den weniger gepredigten gehört, weil sie fast identisch ist mit einer anderen Geschichte. Wir haben nämlich letztes Mal welche Geschichte studiert? Wir haben studiert die Geschichte der Speisung der 4000. Und die Speisung der 4000 klingt fast genauso wie die Speisung der 5000. Es gibt nur einen wesentlichen Unterschied, der die ganze Geschichte in ein ganz neues Licht rückt, nämlich es waren Heiden und nicht Juden. Und der Punkt unter anderem ist der, dass Jesus die Heiden genauso behandelt wie die Juden, obwohl die Jünger sich das nicht vorstellen können. Ja? Als Jesus sie fragt, wo, also lasst uns ihnen Essen geben, da fragen sie, woher sollen wir das nehmen? Sie können sich nicht vorstellen, dass Jesus für die Heiden ein Wunder tut wie für die Juden. Aber genau das macht Jesus. Und ihr wisst vielleicht noch, an welchem Ort oder wie die Gegend hieß, wo diese Speisung der 4000 stattfand. Wo war das gewesen? Wie hieß diese Gegend? Die 10 Städte, genau, die Dekapolis, nicht wahr? Östlich vom See Genezareth. Ich weiß nicht, ob es mir heute gelingt, den See Genezareth einigermaßen zu zeichnen, aber so ungefähr sieht er aus. Und da ist die Dekapolis hier. Ja, hier ist die Dekapolis, hier ist Kapernaum und hier ist irgendwo Bethsaida. Hier ist Galiläa, ja, das ist hier Galiläa und hier ist die Dekapolis. Jetzt nehmen wir die Geschichte dort auf, wo wir aufgehört haben und gehen zu Matthäus 15, Vers 39. Matthäus 15 und dort Vers 39, wer mag das mal lesen? Genau, von Magdala. Also erst einmal, er entlässt die Volksmenge. Hier ist jetzt ein Unterschied zur Geschichte von der Speisung der 5000. Bei der Speisung der 5000 war noch etwas passiert, was hier nicht passiert ist. Was war bei der Speisung der 5000 noch passiert? Dann als er? Die wollten ihn zum König krönen, ja, und Jesus muss dann die Jünger schon vorschicken mit dem Boot. Ja, und er muss dann ganze mit viel Überredungskunst die Leute alle nach Hause schicken und muss deswegen später dann auf dem Wasser gehen, ja, weil das Boot schon vor ist. Warum gibt es hier keine öffentliche Bewegung, Jesus als König zu krönen? Das sind Heiden, genau. Die erwarten keinen König über Israel. Ja, deswegen kommen die gar nicht auf die Idee, ihn zum König zu krönen. Also die Geschichten sind ganz gleich, nur dass die Heiden sich richtiger verhalten als die Juden, ja, am Ende. Und Jesus steigt jetzt in das Boot und er fährt in die Gegend von Magdala. Hat jemand von euch irgendeinen blassen Schimmer, wo Magdala liegen könnte? Also hier ist die Dekapolis, hier irgendwo sind sie gewesen. Ja? Wo könnte vielleicht eurer Meinung nach Magdala liegen? Weiß jemand, welche berühmte Person aus Magdala kam?
Maria Magdalena, genau, deswegen heißt sie Maria Magdalena, sie kam aus Magdala. Weiß jemand von euch, vielleicht habt ihr auch eine Karte in eurer Bibel, wo südlich von was? Hier? Hier, ne? Hier ist Magdala, genau. Es gibt hier, hier ist Magdala. Es gibt hier so eine Ebene, so ein paar Kilometer lang. Das ist die Ebene Genezareth. Die ist, also das sind keine Hügel, sonst sind alles hier Hügellandschaft. Ja, Hügel, Hügel, Hügel. Aber hier ist so eine Ebene, die ist ganz fruchtbar. So ganz viele Bäche und Flüsse. Der Josephus war ganz begeistert davon. Und ganz hier am südlichsten Ende dieser Ebene liegt Magdala. Also Jesus hier irgendwie so mit dem Schiff hier rüber. Also man weiß nicht genau, ob er direkt zur Stadt oder vielleicht so ein bisschen an die Seite hier, in die Gegend jedenfalls, in die Gegend von Magdala ist er gekommen. Magdala ist eigentlich das Griechische von Migdal. Und Migdal heißt Turm. Ja? Und das ist ein aramäischer Name. Die Stadt war relativ neu. Also im Alten Testament gibt es die Stadt noch gar nicht. Die war erst so im 2., 1. Jahrhundert vor Christus entstanden. Also als Siedlung. Und deswegen eine relativ neue Stadt. Jetzt gibt es aber eine interessante Sache, die man bedenken oder die man wissen sollte. Schaut mal mit mir in den Parallelbericht in Markus. In Markus Kapitel 8 und dort Vers 10, falls ihr da mal drüber stolpert. In Markus 8, Vers 10, da steht nämlich was? Genau, Dalmanutar ist, das klingt erstmal irgendwie anders als Magdala, und Dalmanutar kommt in der gesamten Bibel und in der gesamten restlichen Literatur, die es überhaupt gibt, nur an dieser Stelle vor. Deswegen weiß kein Mensch so richtig, was dieser Ort bedeuten soll. Also es gibt mehrere Theorien. Eine Theorie sagt, dass das quasi derselbe Ort ist, dass nur ein anderer Name ist für denselben Ort. Eine andere Theorie ist, es gibt hier in der Nähe ein Dorf, da gibt es nur noch Ruinen von, das man ausgegraben hat, das ist einen Kilometer entfernt, das könnte dieses Dorf sein, Dalmanutar. Oder es gibt auch die Theorie, dass diese ganze Gegend hier, ja, diese ganze Gegend sozusagen so Dalmanutar genannt worden ist. Ja, also es gibt einen Touristen, hätte ich beinahe gesagt, jemand, der im 17. Jahrhundert mal die Gegend besucht hat. Und der gesagt hat, er hat die Stadt getroffen, Magdala, in der Gegend Dalmanutar. Also möglicherweise, es ist dieselbe Gegend, nur man weiß nicht ganz genau, was mit diesem Ort hier gemeint ist. Aber ungefähr hier muss das gewesen sein. Übrigens, für alle, die sich mit Markus auskennen, ist euch ein Wort aufgefallen? Sogleich, ja. Für alle, die vielleicht noch nicht so oft da waren, der Markus hat ein Lieblingswort und das ist sogleich. Ja, das ist das kürzeste Evangelium, das ist die Predigt, das Predigtmaterial von Petrus. Und Markus enthält vor allem Wunder, keine Predigten, keine Lehren, Wunder, ja, Taten, Aktionen. Und sein Lieblingswort ist sogleich. Wenn ihr mal Markus lest, ist immer sogleich, 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 sogleich. Sogleich steigt er in das Boot mit seinen Jüngern, wichtig, Jesus nicht alleine, sondern mit seinen Jüngern, und sie kommen jetzt in diese Gegend von Dalmanutar, von Magdala, und hier spielt jetzt unsere Geschichte, die wir jetzt aber wieder in Matthäus weiterlesen. Matthäus 16 und dort Vers 1, wer mag das mal lesen? Matthäus 16, Vers 1. Okay, was ist an diesem Vers interessant und besonders? Irgendwas, was hier nicht so gewöhnlich ist, was euch beim Lesen vielleicht auffällt. Genau, normalerweise haben wir bisher in den Geschichten immer welche Gruppe kennengelernt? Die Pharisäer. Die Pharisäer sind überall. Ja? Wenn die Jünger Ehren ausraufen, sind die Pharisäer um die Ecke und sagen, warum tun sie das? Ja? Wenn sie mit den Heiden, mit den Sündern essen, dann kommen die Pharisäer und sagen, warum esst ihr mit den Sündern? Wenn ein Wunder geschieht, sind die Pharisäer nicht weit und sagen, wie in Matthäus 12 damals, durch den Baal-Zebub ist das entstanden. Ja? Die Pharisäer sind die ständigen Gegner von Jesus. Wo kamen schon mal die Sadduzäer vor bisher im Leben von Jesus? Okay, ich helfe euch. Noch gar nicht. Also Sadduzäer, der Begriff ist ein bisschen beiläufig. Man kommt jetzt gar nicht so unbedingt gleich drauf. Aber in den gesamten Evangelien, wenn man die Geschichte von Jesus so chronologisch anschaut, kamen die noch gar nicht vor.
nur bei der Taufe von Johannes, also als Johannes der Täufer gepredigt hat, da wird berichtet, dass die Pharisäer und die Sadduzäer kommen. Aber ansonsten im Leben von Jesus bisher haben nur die Pharisäer eine Rolle gespielt. Die Sadduzäer kommen dann später, vor allem in der Apostelgeschichte noch mehr. Was war denn der Unterschied zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern? Helft mir mal. Wer waren die Sadduzäer? Die Sadduzäer haben einige biblische Lehren nicht mehr geglaubt. Sie haben nicht an die Auferstehung geglaubt und? Was haben sie noch abgelehnt? Sie haben abgelehnt, dass es Engel gibt. Genau, also nicht an die Auferstehung geglaubt. Sie haben nicht geglaubt, dass es Engel gibt. Was war so ihre generelle theologische Grundhaltung? Das waren die Liberalen, ja? Und was war so ihre politische Haltung? Das waren die ganzen Priester, ja? Also die Leitung des Volkes war damals liberal. Die Priester des Volkes Israel waren alles Liberale. Und mit wem haben die Kuschelkurs gefahren? Nicht mit den Pharisäern, sondern wem haben die sich angebiedert, die Sadduzäer? Den Römern, genau. Die wollten so sein wie die Welt. Ja, die haben so die griechische Philosophie und die griechische Kultur aufgenommen und haben sich mit den Römern gemeinsame Sache gemacht. Das Volk Gottes wurde regiert größtenteils von Liberalen, die der Welt sehr offen standen. Mit wem hatte Jesus die meisten Probleme? Mit den Pharisäern. Wer waren denn die Pharisäer? Das waren die Konservativen. Das waren die, die das Volk aufgestachelt haben gegen die Welt, gegen die Römer, gegen die Sadduzäer. Ja, das waren Pharisäer, das waren die Heiligen, ja, die sich für die Werte eingesetzt haben und für die Bibel und für die Propheten und dass man Zehnten zahlt. Und zwar nicht nur vom Geld, sondern von allem, was es gibt, nicht wahr? Und dass man sich wäscht und ihr kennt ja die ganzen Regeln der Pharisäer, ja, die haben es übers Maß rausgetrieben. Und die waren ständig irgendwie mit Jesus verhakt. Aber zum ersten Mal zumindest ist das erste Mal berichtet, muss man sagen. Ja? Also zum ersten Mal lesen wir in den Evangelien, dass die Sadduzäer, dass die Pharisäer und die Sadduzäer zusammenkommen. Das ist ziemlich erstaunlich, weil das eigentlich verfeindete Parteien waren. Die kommen hier gemeinsam in einer gemeinsamen Mission. Wie kann es sein, dass Pharisäer und Sadduzäer plötzlich gemeinsame Sache machen? Bei der Kreuzigung später genauso, ja. Hier sehen wir die ersten Anzeichen davon, ja, dass die anfangen, gemeinsame Sache zu machen. Bei der Kreuzigung ist das ja ganz extrem. Da machen sie mit den Römern gemeinsame Sache. Wie kommt es dazu, dass Menschen, die eigentlich verfeindet sind, plötzlich gemeinsame Sache machen, ja? Ein gemeinsamer Feind befreundet, ja. Das sieht man später noch bei Herodes und Pilatus, ja. Die waren Feinde. Und als es gegen Jesus ging, wurden sie plötzlich Freunde. Und das sieht man in der Geschichte immer und immer wieder. Manchmal wundern wir uns, es gibt so viele politische und religiöse Streitigkeiten in der Welt. Wie soll das jemals eine Einheit werden? Aber der Kampf gegen Christus schweißt Feinde zusammen. Und hier sehen wir zum ersten Mal jetzt, wir sind ja knapp ein Jahr vor der Kreuzigung, zum ersten Mal Pharisäer und Sadduzäer gemeinsam. Und Ellen White sagt übrigens genau das. Sie sagt hier, dass die Sadduzäer, das waren die Skeptiker, ja, und die Aristokraten, ja, die Reichen, die Gebildeten, die Schönen und die Bibel, also die haben dann so Engel, ja, das kann man ja nicht glauben, ja, die haben so das alles so rationalisiert, ja, so wie so richtige klassische Liberale. Und dann sagt sie hier, aber die Pharisäer und die Sadduzäer verbanden sich jetzt gegen Christus. Das Gleiche sucht das Gleiche. Und das Böse, wo immer es existiert, verbindet sich mit dem Bösen, um das Gute zu zerstören. Ja? Also ob das Böse jetzt im Herzen eines Konservativen ist oder in einem liberalen Herzen, ja, wenn da Böses ist, verbindet es sich. Ja? Und deswegen hat Gott weniger Interesse daran, ob wir konservative oder liberale Theologie haben, sondern dass wir ein reines Herz haben. Ja, das führt uns in alle Wahrheit dann durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist führt uns dann in alle Wahrheit. Aber schauen wir mal ein bisschen weiter. Wir können auch als Parallel, lasst euren Finger hier, wir gehen ganz kurz nochmal zu Markus 8 in die Parallele. Und da heißt es jetzt, von wem die Initiative ausging. Wer mag mal Markus 8 lesen, Vers 11? Und die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen
Okay, also die Pharisäer, da heißt es, die gingen hinaus. Ja? Also es ist nicht Jesus, der sie sucht, sondern die Pharisäer und auch die Sadduzäer, wie wir wissen aus Matthäus, die suchen ihn. Mit welcher Intention? Was wollen sie? Warum wollen die ein Zeichen? Wir haben in der Bibel schon öfter in den Evangelien Geschichten gelesen, wo Menschen ein Zeichen von Jesus wollten, oder? Warum wollten meistens die Menschen ein Zeichen von Jesus? Die wollten Beweise, ja. Die wollten irgendwie glauben, aber hatten keinen starken Glauben und dann wollten sie irgendwie einen Beweis haben, dass sie auch wirklich glauben können. Ist das ihre Motivation hier? Wollen die glauben und sagen, aber ja, wir sind uns nicht ganz sicher, gib uns ein Zeichen. Was ist ihre Motivation? Die wollen streiten, ja. Die suchen den Streit, weißt, kennt ihr das auch? Gibt es Menschen, die suchen einfach den Streit. Die wollen gar nicht wirklich die Wahrheit wissen. Also es gibt Leute, die sind total verwirrt und glauben ganz viel Unsinn, aber die wollen die Wahrheit wissen, ja. Und dann gibt es Menschen, die wollen die Wahrheit gar nicht wissen, die wollen nur streiten. Sie wollten ihn testen. Was sagt das Wort? Sie wollten ihn versuchen. Dieses Wort hier, versuchen, kommt auch zum ersten Mal seit längerer Zeit in den Evangelien vor. Vorher, das ist das Wort peirazo. Und peirazo kam in den Evangelien erst an einer einzigen Stelle vor. Auch wenn ihr kein Griechisch könnt, könnt ihr raten, wo dieses Wort versuchen bisher vorkam? Bei der Versuchung Jesu. Wer war da gekommen, um Jesu zu versuchen? Der Satan. Das heißt, wenn man jetzt die Bibel griechisch liest, dann stellt man fest, Moment, Jesus, also der Satan kam am Anfang, um den Jesus zu versuchen und jetzt, 2,5 Jahre später, kommen die Pharisäer und die Sadduzäer und machen genau dasselbe wie der Satan. Das ist quasi die Verbindung der ganzen einflussreichen Juden, Konservative und Liberale, um das Werk des Satans zu tun. Ziemlich, ziemlich krasse Sache. Vielleicht könnt ihr in eurem Kopf schon so ein bisschen mitdenken, was das vielleicht alles so für Bezug auch auf die Endzeit haben könnte. Matthäus 16, haben wir gesehen, Vers 1, sie traten herzu, versuchten ihn und verlangten, dass er ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge. Wir haben ja schon gesehen und schon gesagt, es gibt immer wieder so Geschichten, wo Menschen ein Zeichen gefordert haben. Fallen euch noch andere Geschichten ein, wo Menschen ein Zeichen von Jesus gefordert haben? Spontan? Später am Kreuz, genau, ja. Bei der Tempelreinigung, was für ein Zeichen tust du, um dich quasi deine Autorität zu belegen, ja? Gar nicht so lange her war die Speisung der 5000, ja? Und als Jesus die 5000 gespeist hat, am nächsten Tag kommen die über den See zu ihm und sagen, was für ein Zeichen tust du? Ja? Moses hat uns Manna vom Himmel regnen lassen, was für ein Zeichen tust du? Also das ist ein Thema, das immer wieder vorkommt. Später sagt der Paulus, lass uns einen Finger hier in Johannes 4 ganz kurz. Johannes 4, da sagt Jesus diesen sehr treffenden Satz in Johannes 4 bei dem königlichen Beamten. Da sagt er in Vers 48, da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Später sagt Paulus in 1. Korinther 1, die Juden fordern Zeichen. Und die Griechen suchen Weisheit. Ja, das war ihr Ding, die wollten immer Zeichen haben. Zeichen, Zeichen. Aber hier ist es besonders krass, weil sie mit so einer bösen Intention kommen. An was für ein Zeichen vom Himmel haben die denn gedacht? Also was muss man sich darunter vorstellen als ein Zeichen vom Himmel? Feuer vielleicht vom Himmel, ja? Verdunkelung der Sonne. Ellen White sagt, es gibt ein Zeichen, an das sie möglicherweise gedacht haben. Eines der größten Zeichen, das jemals geschehen ist in der Geschichte Israels am Himmel. Die Sonne stand still in der Zeit von, zu welcher Zeit war das? Josua, nicht wahr? Bei der Eroberung des Landes Kanaan hat Josua irgendwann gesagt, hey, der Josua hatte das gleiche Problem wie wir manchmal, der Tag geht schneller vorbei, als man denkt, nicht wahr? Man hat das Gefühl, man hat noch so viel zu tun, ja? Er hatte die Armee noch zu besiegen, der Tag war schon vorbei, er hat gesagt, Herr, das ist dein Werk, lass die Sonne stillstehen, ja, und die Sonne stand still. Ja. Und Ellen White sagt, solche Dinge sind passiert als ein Beispiel und sie sagt, so ein Zeichen haben die jetzt gefordert. Aber, wie wir gleich sehen werden, nicht aus, und wie wir gesagt haben, nicht aus Glauben heraus, sondern aus böser Absicht. Lass uns noch mal ganz kurz
rekapitulieren. Jesus kam woher? Von welcher Gegend kam er? Er kam aus der Dekapolis. Ja? War ja gerade hier gewesen, oder? Bei den Heiden. Für alle, die letzten Male mit dabei gewesen sind, wo war er denn davor gewesen, bevor er in der Dekapolis war? Er war in Tyrus und Sidon gewesen, an der Grenze, bei den Heiden. Wen hat er da getroffen? Die syrophönizische Frau, die kananitische Frau. Also, die Geschichte ist, Jesus trifft an der Grenze zu Phönizien die kananitische Frau, die hat einen Glauben wie kaum ein Israelit. Dann trifft er hier in der Dekapolis die Heiden und die bleiben 3 Tage lang bei ihm ohne was zu essen und wollen nicht von ihm gehen und sagen, gepriesen sei der Gott Israels. Ja? Und dann, nachdem er hier den größten Glauben überhaupt getroffen hat bei einer Kananiterin und die ganzen Heiden hier begeistert sind, geht er wieder nach Galiläa in seine eigentliche Heimat und da trifft er die versammelte Leitung seines Volkes und die verhalten sich wie der Satan. Das ist sozusagen, wenn man die Geschichte nebeneinander legt, sieht man sozusagen eigentlich, wie krass das ist. Ja? Und deswegen sagt Ellen White, zusammengefasst, an der Grenze zu Tyrus und Sidon war sein Geist erfrischt worden durch das Vertrauen der syrophönizischen Frau. Die Heiden aus der Dekapolis hatten ihn mit Freude aufgenommen. Jetzt landete er wiederum in Galiläa, wo seine Kraft sich am allerdeutlichsten gezeigt hatte und wo die meisten Werke seiner Gnade getan worden waren und seine Lehren gegeben worden sind. Und er ist mit verachtendem Unglauben, hat man ihm begegnet. Und das hat jetzt seine Reaktion bei Jesus. Schaut mal Markus 8, Vers 12. Als sie zu ihm kommen und das sagen, was ist seine erste Reaktion? Lesen wir mal Markus 8, Vers 12. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was ist seine erste Reaktion? Er seufzt. Und das Griechische sagte, er seufzt tief. Also nicht nur so, sondern so, das hat ihm so wehgetan. Ja? Er seufzt tief. Glaubt ihr, die Jünger haben das mitbekommen? Okay, Frage. Wo hat denn Jesus vor kurzem schon mal geseufzt? Bei der Heilung des Taubstummen, das war nämlich wo? In der Dekapolis, ja. Gerade als er, bevor sie rübergefahren sind, hier bei der Dekapolis, vor der Speisung der 4000, war ja dieser Taubstumme gewesen, der geheilt, wisst ihr noch, wie ist der Taubstumme geheilt worden? Mit den Fingern in die Ohren, mit der Spucke auf die Zunge, und dann hat Jesus gesagt, Ephata, ich war, tu dich auf, ja. Und vorher hat er geseufzt. Und wir hatten gesehen, das war gar nicht so sehr für die Heiden, sondern er hatte ihn beiseite genommen und die Jünger sollten etwas sehen. Sie sollten sehen, wie sehr es Jesus betrübt, sozusagen, dass irgendwie die Ohren verstopft sind, ja? Aber die Parallele ist ja, dass die Leute ihn damals abgedrängt haben, heiligen, weil sie waren so, sie wollten unbedingt dieses Wunder sehen. Die Frau, ja? Mhm. Und hier ist es so ähnlich mit den Pharisäern, die fordern. Also, ja. Ja. Es ist so heischend. In beiden Fällen soll dieses Wunder geschehen, genau. Die Jünger werden sich erinnert haben, Moment mal, wir haben Jesus gerade schon mal seufzen sehen. Er hat geseufzt, als dieser Taubstumme geheilt wurde, ja. Und irgendwie dieses ganz deutlich war, irgendwie, Jesus, so, tu dich auf, erinnert euch vielleicht, dieses Wort Ephata heißt so richtig, also nicht einfach nur werde offen, sondern so gründlich offen sein, also so richtig durchdringen, ja, als ob Jesus damit deutlich machen wollte, wie schwer es ihm fällt, durchzudringen zu den Herzen der Menschen, dass sie wirklich hören, weil Jesus sagt immer, sie haben Ohren und hören doch nicht, ja. Und jetzt sind hier diese Pharisäer und Sadduzäer, denen er so viel erklärt hat und die haben gar nichts verstanden und er seufzt. Und die Jünger hätten zumindest theoretisch, eine Verbindung herstellen sollen zu diesem Ephata, dass hier diesen Pharisäern und Sadduzäern die Ohren zugestopft sind, dass die überhaupt gar nicht hören eigentlich, was Jesus sagen möchte. Also Jesus seufzt in seinem Geist und dann stellt er eine Frage. Was ist seine Frage? Das ist eine sehr interessante Frage. Was ist seine Frage? Warum? Ja.
Menschen fragen Gott immer, warum? Ja? Warum hast du das getan? Warum lässt du das zu? Interessant ist, wenn Gott fragt, warum. Wo hat das erste Mal Gott warum gefragt? Er hat gefragt, wo ist dein Bruder? Wo hat Gott zum ersten Mal gefragt, warum? Die erste Warum-Frage im Universum eigentlich, auf der Erde. Warum hast du das getan? Wen fragt er das? Fast. Nicht die Schlange? Er fragt wen? Jetzt haben wir noch eine Option. Er fragt Eva. Warum hast du das getan? Und der Gedanke hinter diesem Warum ist natürlich, Gott fragt sich, also wenn jemand fragt, warum, was will er damit ausdrücken? Also wenn ein Kind, also wenn jemand fragt, warum, warum fragt jemand warum? Warum fragt jemand warum? Warum fragt jemand warum? Er versteht es nicht, oder? Ein Kind fragt warum, weil es nicht versteht. Ja, warum ist das so? Ja, warum ist das so? Warum? Kinder können ja viele Warum-Fragen stellen. Wenn Gott fragt, warum? Wir haben gerade gesagt, jemand fragt warum, weil er es nicht versteht. Warum, wenn Gott warum fragt, warum fragt er warum? Ja, also ein Mensch, der fragt, warum, fragt, weil es nicht versteht, oder? Wir verstehen nicht, warum Unschuldige leiden. Wir fragen Gott, warum lässt du das zu? Wir verstehen es nicht, oder? Warum fragt Gott, warum? Er versteht nicht, warum Menschen sündigen. Aus einem einfachen Grund, es gibt keinen Grund. Er versteht nicht, also er weiß es, aber es gibt keinen Grund, warum Eva sündigt. Stell die Frage, warum? Also, was hat dir gefehlt? Ja. Warum machst du das? Wenn er fragt, warum fordert er ein Zeichen, dann will er deutlich machen, es gibt überhaupt keinen Grund. Ich habe gerade ein Jahr lang in Galiläa gelebt, bin durch jede Stadt, durch jedes Dorf gezogen. Es gibt Dörfer, da gibt es nicht einen einzigen Kranken. Ja? Alle Apotheken geschlossen, die Krankenhäuser machen zu. Ja? Wir sind auf Kurzarbeit. Die ganz Galiläa redet von diesem Heiler. Er hat die Toten sind lebendig, die Lahmen springen, die Tauben können hören, die Besessenen sind vernünftig. Und jetzt kommen die Pharisäer und sagen, gib uns ein Zeichen. Also, warum? Warum fordert ihr ein Zeichen? Manchmal, wenn wir sagen, Gott, also ich will jetzt wissen, nicht wahr? Gib mir ein Zeichen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal um ein Zeichen gebetet habt. Vielleicht stellt uns Gott auch mal die Frage, wenn wir wissen wollen, bist du Gott jetzt, bist du für mich oder bist du nicht für mich? Ja, hast du mir vergeben, hast du nicht mir vergeben? Gib mir ein Zeichen, dass ich weiß, dass du mir vergeben hast. Ich glaube, Gott stellt uns vielleicht auch diese Frage, warum willst du ein Zeichen haben? Siehst du nicht, hast du nicht gesehen, was ich schon alles für dich getan habe? Zurück zu Matthäus 16. Also Jesus seufzt. Er stellt die Frage, warum fragt ihr nach einem Zeichen? Und dann kommt jetzt diese berühmte Stelle in Matthäus 16, Vers 2 und 3. Wer mag das mal lesen? Vers 2 und 3. Genau. Kennt ihr die Bauerregel, die dazu gehört? Es gibt eine Bauerregel, die genau das sagt. Abendrot, schön Wetterbrot, Morgenrot, mit Regen droht. welche von den beiden ist meteorologisch sogar durchaus zutreffend? Genau, also wenn am Abend der Himmel sich rot färbt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es gutes Wetter gibt. Weiß jemand warum? Einen kleinen Einschub in Meteorologie. Warum ist das so? Ja, aber also die Winkel sind immer gleich, aber nicht jeden Abend wird es rot. Das kommt ja, dass man dann weiter so ist,
Ja, genau, aber die Winkel sind ja jeden Abend klar, also immer. Mhm. Was würde denn verhindern, dass es rot wird? Ah, genau, und was könnte diesen Weg verhindern? Wolken, ah, okay. Wolken, insbesondere, wenn sie im Westen sind, weil die Sonne geht im Westen unter, und im Westen, sowohl hier in Deutschland als auch in Israel, kommt meistens schlechtes Wetter meistens von Westen. Ja? Wenn der Himmel sich so klassisch rot verfärbt, dann meistens deswegen, weil es kaum Wolken gibt oder gar keine Wolken und deswegen am nächsten Tag es schön ist. Aber wir sind ja heute hier nicht im Meteorologiekurs. Das ist also nicht ganz dumm, was die gemacht haben. Also die waren schon klug, die haben naturwissenschaftlich beobachtet, haben gesehen, ja, wenn das so und so ist, sie konnten sich vielleicht nicht alles erklären, aber sie haben sich da gut ausgekannt. Aber Jesus sagt jetzt, okay, also ihr könnt euch den Himmel anschauen und könnt anhand der Zeichen des Himmels überlegen, was wohl demnächst kommt. Ja, ihr könnt das Wetter für den nächsten Tag vorhersagen. Warum könnt ihr da nicht die Zeichen der Zeit vorhersagen? Übrigens, warum hat Jesus wahrscheinlich vom Himmel gesprochen? Weil sie ein Zeichen vom Himmel haben wollten, oder? Das ist so die Art und Weise, wie Jesus das macht. Ja, er greift ihren Gedanken auf und lenkt ihn dann zur eigentlichen Wahrheit. Jetzt, was hat es mit diesen Zeichen der Zeit zu tun? Was denkt ihr? Den Begriff kennt ihr, oder? Zeichen der Zeit? Was versteht man so unter Zeichen der Zeit? Gibt es sogar Zeitschriften, die so heißen, ja? Was sind Zeichen der Zeit? Matthäus 24, die Zeichen der Zeit. Das steht gar nicht da, nicht wahr? Matthäus 24, aber das ist unsere Assoziation, oder? Also, was würden die anderen sagen? Zeichen der Zeit? Erfüllung von Prophetie. Also, welche Prophezeiung verknüpfen wir meistens mit Zeichen der Zeit? Matthäus 24. Ja, so Dinge, die in der Welt um uns herum passieren, oder? So, die Idee ist meistens, die Zeit, in der wir leben, ja, unsere Zeit, da gibt es bestimmte Zeichen, an denen wir sehen, wo wir so in der Prophetie sind. Ja? Jetzt, an welche Zeichen der Zeit hat denn Jesus hier gedacht? Was hätten die Pharisäer und Sadduzäer denn sehen sollen? Ich meine, wenn wir an Zeichen der Zeit denken, denken wir an Erdbeben, Hungersnöte, Pandemie, Seuchen, Krieg, Kriegsgeschrei, nicht wahr? Ihr kennt die Liste aus Matthäus 25, ja? Und dann, man muss nur die Nachrichten aufschlagen, irgendwas davon findet man immer, ja? Aber woran hat Jesus gedacht? Aha. Okay, interessant, sehr gut. Also fangen wir mal an. Was hier eigentlich wörtlich steht im Urtext ist Zeichen der Zeiten. Nicht Zeichen der Zeit, sondern Zeichen der Zeiten. Und jetzt vielleicht wisst ihr, dass die Griechen zwei Worte für Zeit haben. Und zwar Chronos und Kairos. Schon mal gehört? Chronos und Kairos. Und zwar Chronos ist der Zeitstrom, ja, so die immer vor sich hin währende Zeit, wie sie so abspielt. Und Kairos ist ein Zeitpunkt. Also wenn ich also sage, die Zeit vergeht, dann sage ich Chronos. Ja. Wenn ich aber sage, wir haben eine Zeit ausgemacht, wo wir uns treffen, dann sage ich nicht Chronos, sondern dann sage ich Kairos. Was würdet ihr denken? Bei Zeichen der Zeit. Geht es da um Chronos oder um Kairos? Zeichen der Zeit. Chronos, so wie die Zeit abläuft, oder Kairos, Zeitpunkt? Kairos, Zeitpunkte. Also was Jesus eigentlich gar nicht sagt ist, Zeichen der Zeit heißt eigentlich gar nicht, wir leben halt gerade in dieser Zeit und irgendwelche Zeichen sind in unserer Zeit, so wie wir das manchmal denken. Sondern was er meint ist, es gibt Zeichen für bestimmte Zeitpunkte. Zeitpunkte, die Gott festgesetzt hat. Und jetzt könnt ihr kommen, an welchen Zeitpunkt hat denn Jesus hier gedacht? Was hätten denn die Pharisäer, welchen von Gott festgesetzten Zeitpunkt hätten sie denn erkennen können? Welches prophetische Datum hätten sie denn erkennen müssen? Ja, genau, also welches konkrete, also das ist meint sehr konkret, ein Zeitpunkt. Welches Zeitdatum der Prophetie war für die Pharisäer und Sadduzäer eigentlich entscheidend? Das Jahr 27, oder?
Denn was war im Jahr 27? Ja, genau. Also was stand in Daniel 9? Was würde dann kommen? Das steht ja nicht drauf. Der Messias würde kommen. Und zwar, wie viele Jahre sollten vergehen bis dahin? Testen wir euer prophetisches Wissen. Das Jahr 27, das Ende welcher Zeitkette? 70 Wochen gehen nicht bis 27. Wie viele Jahre? 483 Jahre. Genau, die 483 Jahre sollten zu Ende gehen. Von welchem Zeitpunkt an? 457 vor Christus. Was war da passiert? Wie viel der Erlass? Der dritte Erlass, nicht wahr? Von wem? Artaxerxes, genau, dass jetzt die Stadt wieder aufgebaut werden soll. Nur ein bisschen so basic, also einfachen Adventismus nochmal wieder aufpoliert. Darauf hätten sie achten sollen. Okay, aber jetzt ein wichtiger Punkt. Jesus sagt nicht, ihr sollt die Zeiten sehen. Er sagt, er sollt die Zeichen der Zeiten sehen. Also mit anderen Worten, diese Zeitpunkte, ja, 457 und dann 27, diese Zeitpunkte haben Zeichen, an denen man erkennen könnte, dass sie da sind. Was wären denn die Zeichen gewesen, an denen man erkennen könnte, Daniel 9, Vers 25 hat sich erfüllt? Man hätte die Taube sehen können. Woher kam denn die Taube? Vom Himmel. Was haben die hier gefordert? Wir wollen ein Zeichen vom Himmel. Wenn man die Geschichte normal liest, auf den ersten Blick denkt man, Jesus will kein Zeichen vom Himmel geben. Sein Punkt ist, ihr habt schon längst ein Zeichen vom Himmel gehabt. Nämlich genau an dem Zeitpunkt, wo es hätte sein können. Und auch in der Vorbereitung darauf gab es Zeichen vom Himmel. Nämlich bevor 27 kam, als Jesus geboren wurde, welche Zeichen gab es da am Himmel? Die Engel am Himmel und dann? Erst die Engel am Himmel und dann? Also genau, die Engel, die dann als Stern beschrieben werden, genau. Der Stern, die Weisen aus dem Morgenland, es gab mindestens drei große Zeichen vom Himmel, die auf das Kommen Jesu, des Messias, hingewiesen haben. Schauen wir ganz kurz in Daniel 9. Schaut mit mir in Daniel 9 und dort Vers 25. So wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem, wie geht's weiter, bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Also, woran erkennt man laut altem Testament den Gesalbten? Das ist, was Jesus jetzt quasi meint. Er sagt, ihr wollt ein Zeichen haben. Warum erkennt ihr nicht die Zeichen der prophetischen Zeitpunkte? Woran erkennt man laut altem Testament den Gesalbten? Das ist die Schlüsselstelle eigentlich für das gesamte Leben Jesu. Also, wenn man die Evangelien verstehen will, ist das eigentlich der wichtigste Vers überhaupt. Woran erkennt man aufgrund des Alten Testamentes den Gesalbten? Jesus hat ständig auf diese Stelle Bezug genommen. Ständig, ständig, ständig. Das war für ihn sowas, wie wir Offenbarung 14 haben. Ja? Diese Stelle, welche Stelle ist das? Woran erkennt man den Gesalbten? Welches ist die klassische Stelle im Alten Testament über den Gesalbten? Im Alten Testament. Über den Gesalbten. Nee, wo steht der Gesalbte? Also, wo jemand sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Um was zu tun? Welcher Vers ist es? Jesaja 61. Merkt euch das ganz dick rot in eurem Kopf. Die Schlüsselstelle für das Leben Jesu, ja, was für ihn quasi der Punkt war, um den sich alles gedreht hat, war Jesaja 61. Deswegen, wenn er in Nazareth ist, zeigt er die Stelle. In der Bergpredigt bezieht er sich ständig auf die Stelle. Ganz oft. Jesaja 61, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich was? Er hat mich gesalbt hat, um was zu tun? Um den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den gebunden. Also woran erkennt man den Gesalbten?
Woran erkennt man ihn? An seiner Predigt und an seinen Heilungswundern. Könnt ihr das sehen? Ganz eindeutig. Da muss man nicht irgendwie die Symbole auslegen. Das ist wortwörtlich. Also fassen wir die zwei Punkte zusammen. Daniel 9 sagt, im Jahre 27 wird der Gesalbte kommen. Ja, 483 Jahre nach dem Erlass von Artaxerxes. Jesaja 61 sagt, der Gesalbte wird erkannt werden an seiner Predigt und an seinen Wundertaten. Das sind die Zeichen der Zeiten. Erinnert euch, als Johannes der Täufer plötzlich sich fragte, ob Jesus wirklich der Messias ist? Und Johannes der Täufer ins Zweifeln kam? Da sendet er seine Jünger zu Jesus und fragt, bist du wirklich der Messias? Ja? Was antwortet Jesus? Schaut in Matthäus 11, Vers 5. Matthäus 11, Vers 5. Als sich fragen, bist du es? Ja? Woran können wir uns sicher sein, dass du der Messias bist? Welche Zeichen gibt er an? Vers 4 und 5. Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Und was kommt jetzt? Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium gepredigt. Das ist nur mit anderen Worten genau dasselbe aus Jesaja 61, oder? Jesus sagt, das sind die Zeichen der Zeiten. Jesus hat ein Jahr lang in Galiläa ein Wunder nach dem anderen getan und gepredigt. Und die Pharisäer und Sadduzäer kommen und sagen, wir möchten mal sehen, ob du die Sonne am Himmel stehen lassen kannst. Oder so, ja? Und Jesus sagt, warum erkennt ihr nicht die Zeichen der prophetischen Zeiten? Und da habe ich drüber nachgedacht. Vielleicht suchen wir immer nur nach Zeichen der Zeit irgendwie, nach Erdbeben und so weiter, dies und jenes, ja? Und vergessen, dass das wichtigste Zeichen der Zeit ist, dass Jesus diese Dinge tut. Jetzt nicht mehr auf der Erde, sondern durch seine Gemeinde. Welcher Zeitpunkt ist denn der entscheidende für uns in unserer Zeit heute? Welche prophetische Zeit hat sich erfüllt? 1844. Jetzt muss man sich die Frage stellen, welche Zeichen auf Erden hängen mit 1844 zusammen? Nur Erdbeben und Hungersnöte und Katastrophen? Das hat nichts spezifisch mit 1844 zu tun. Aber wie wäre es zum Beispiel mit Jesaja 58? Mit dem Fasten, ja? Mit dem Wiederaufrichten des Sabbats und solchen Dingen. Vielleicht sind die wichtigsten Zeichen der Zeit gar nicht die politischen Ereignisse um uns herum nur, sondern das, was Jesus in seiner Gemeinde tut. Denn wenn man ihn wirken sieht, sieht man, wie sehr das Untersuchungsgericht vorangeht. Ein wichtiger Punkt. Das heißt nicht, dass wir nicht auch die Weltgeschichte beobachten sollen, weil wir ja auch Prophezeiungen haben auf Offenbarung 13 hin. Aber Zeichen der Zeiten sind die Zeichen, die spezifisch, und habt ihr recht gehabt, spezifisch sich mit der Prophetie beschäftigen, nicht einfach ein allgemein, alles wird schlechter. Ne? Das sind nicht die Zeichen der Zeit. Das sind die Zeichen der Zeit. Gut. Gehen wir zurück zu Matthäus 16 und sind gleich am Ende. Matthäus 16 und dort Vers 4. Matthäus 16 und dort Vers 4. Dort steht jetzt, wer mag das lesen? Ein böses und gierbrechliches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona und der Verliesung gegenüber. Genau. Fällt euch was an dem Vers auf, wenn ihr hier seit vielen Wochen und Monaten und Jahren dabei seid, dann kennt ihr den schon. Diesen Vers gibt es fast wörtlich schon mal vier Kapitel vorher. Schaut mal in Matthäus 12. Da kamen auch die Zeichen, die Pharisäer. Schaut mal in Matthäus 12, Vers 38. Das war einige Monate zuvor. Das war diese Geschichte mit dem Belzebub und mit dem Taubstumm, der dort geheilt worden ist. Und dann mit der Geschichte mit der Sünde gegen den Heiligen Geist. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Seht ihr das? Wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Was sagt Jesus? Er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Da waren bestimmt jetzt hier Pharisäer dabei, die damals auch dabei waren, oder? Jesus sagt dasselbe nochmal. Wundert euch nicht, wenn Jesus immer wieder dieselben Sachen sagt in den Evangelien. Das macht er nicht, weil ihm langweilig ist.
wenn wir etwas von Jesus wollen und er uns einen Ratschlag gibt und wir den Ratschlag ignorieren und wenn wir dann später kommen, müssen wir nicht erwarten, dass er uns etwas Neues sagt. Er sagt uns die Dinge, die wir bisher nicht umgesetzt haben. Er sagt ihnen genau das Gleiche, so nach dem Motto, da waren wir schon an dem Punkt, ich muss gar nicht weiter mit euch diskutieren. Ein ehebrecherisches Geschlecht. Was sagt Jakobus 4, Vers 4? Wer sind die Ehebrecher in der Gemeinde? Geistlich gesprochen. Wisst ihr, was Jakobus 4 sagt, ihr Ehebrecher? Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Also Menschen, die eigentlich die Welt im Herzen haben. Ja? Und ich meine, ihr kennt die ganzen Bilder aus dem Alten Testament, wo die Israeliten, die von Gott abfallen, als hurisches Volk dargestellt werden. Er sagt, es gibt nur ein Zeichen, das euch gegeben wird. Nur ein einziges. Welches Zeichen ist das? Das Zeichen des Propheten Jona. Und wir gehen hier heute nicht ins Detail, weil wir haben das damals bei Matthäus 12 sehr ausführlich angeschaut. Wer das anschauen will, das ist auf Folge 106. Da haben wir eine ganze Folge nur zu dem Zeichen Jona. Aber wisst ihr, ganz kurz zusammengefasst, was ist das Zeichen Jona? In Matthäus 12, ja? Jesus war drei Tage, also Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches und das ist sozusagen der Typus auf Jesus, der gekreuzigt wird und am dritten Tag aufersteht. Und im Parallelbericht von Matthäus 12 in Lukas 11 steht noch was Interessantes. Da steht nämlich, dass Jona selbst ein Zeichen für die Nineviten war. Wie viele Bewohner von Ninive haben gesehen, wie Jona an das Meer gespuckt, an den Strand gespuckt worden ist? Niemand. Genau zwischen dem Meer und Ninive liegen ungefähr 800 bis 1000 Kilometer. Kein Mensch hat was davon gesehen. Ist ungefähr so, als wenn man in Rostock angespült wird und in Stuttgart predigt. Ja, ist ungefähr so. Der musste erstmal ein ganzes Stück laufen, bis er nach Ninive kam. Warum war denn Jona ein Zeichen für die Niniviten, obwohl die niemals den Wal gesehen haben? Worin bestand das Zeichen für die Niniviten? Hat er irgendwelche Wunder da getan? Was hat er gemacht? Er hat gepredigt. Und das ist der Punkt, den Jesus machen will. Die Predigt allein. Hatte der Jona eine gute Intention bei der Predigt? Hatte der eine große Liebe zu den Leuten? Nee. Also die Predigt allein hat bewirkt, dass die Menschen, die Assyrer, sich allesamt bekehrt haben. Und damit sagt Jesus, also wenn Assyrer die Kriegsverbrechen begehen, die auf keine Kuhhaut gehen, also wirklich schlimm, wenn die sich bekehren aufgrund einer Predigt, warum könnt ihr euch nicht bekehren, wenn Gott selbst Mensch wird und auf die einfühlsamste und wunderschönste Art und Weise predigt, wie ein Mensch überhaupt nur predigen kann? Wenn ihr euch dadurch nicht bekehrt, werdet ihr euch nichts bekehren. Deswegen sagt Jesus, es wird euch kein anderes Zeichen gegeben werden. Ich werde vor euch sterben, ich werde auferstehen und davon wird gepredigt werden. Und das muss reichen. Wenn das nicht reicht, wird nichts, kein einziges Zeichen dieser Welt euch bewegen. Und dann heißt es hier in Matthäus 16, das haben wir gelesen, er verließ sie. Das ist ein trauriger Moment. Jesus hat gar nicht weiter mit ihnen diskutiert. Er hat ihnen deutlich gemacht, wenn ihr nicht auf meine Predigt hört, wenn ihr nicht die Zeichen der Zeit seht, wird euch keine andere Hilfe gegeben werden. Der einzige Weg, wie wir Gott kennenlernen, ist durch das Wort und durch das, was er bewirkt, ja, für das Evangelium. Und damit enden wir in Markus 8 und dort Vers 12 nochmal. In Markus 8, Vers 12 heißt es, dass die deutsche Übersetzung dieses Verses sind leider nicht so gut. Im Griechischen steht am Ende, wahrlich ich sage euch, wenn diesem Geschlecht ein Zeichen gegeben wird, wenn diesem Geschlecht ein Zeichen gegeben wird, Wisst ihr, warum das, also klingt ein bisschen komisch, oder?
Kennt ihr da eine Parallele im Alten Testament? Das ist, was wir im Alten Testament die sogenannte Schwurformel nennen. Da gibt es zum Beispiel so Stellen, wo dann Isabel sagt, die Götter sollen mir dies und jenes tun, wenn. Ja? Das ist eine ganz typische Art, einen Schwur auszusprechen. Wenn ich das und das tue, dann soll ich verflucht sein sozusagen. Aber die Hebräer haben auf diesen Fluch nicht ausgesprochen. Sie haben nur gesagt, also wenn ich das und das tue. Ja? Und die Idee ist hier, ihr habt weitergedacht, okay, das wirst du nicht tun. Was Jesus hier macht, er sagt nicht einfach, euch wird kein Zeichen gegeben werden. Er sagt, ich schwöre. Das ist eigentlich, was passiert. Er sagt, ich schwöre, ihr werdet kein Zeichen bekommen. Das ist interessant, weil Jesus schwört sonst in der Bibel, um uns zu sagen, wie sicher wir uns des Evangeliums sein können, oder? Er schwört und sagt, ich bin bei dir und ich werde dich erretten. Aber wenn wir dieses Evangelium ablehnen, schwört er hier. Er steht am Strand von Magdala und sagt, ich schwöre euch, ihr werdet kein Zeichen bekommen. Gott wird niemals unsere Neugier befriedigen, wenn wir nicht Interesse haben an der Wahrheit. Er wird niemals unsere Sensationslust befriedigen, wenn wir uns nicht bekehren wollen. Er sagt, ich schwöre. Und das ist ein wichtiger Punkt. Allerletzter Vers in Vers 13. Wer mag den noch schnell lesen? Genau, bei mir steht, und er ließ sie stehen. Ja. Hat sich umgedreht, ist gerade erst angekommen hier, oder? Hat sich wieder ins Boot gesetzt und ist wieder zurückgefahren. Und wisst ihr, es gibt, glaube ich, keinen traurigen Umstand als der, dass Jesus einen verlässt, oder? Jesus hätte das nicht gemacht, wenn er hier noch viel Hoffnung gesehen hätte. Aber Jesus hat gesehen, es bringt gar nichts, ja, ob ich jetzt mit denen diskutiere oder nicht. Er lässt sie einfach. Das ist übrigens auch eine Lektion für uns. Wenn Menschen absolut nicht hören wollen, wenn sie sich nicht interessieren, wenn sie noch versuchen, vielleicht uns zu schaden, ist es besser, sie zu lassen. Das steht im Alten Testament, nicht wahr? Lass Ephraim. Ephraim hat sich an seine Götzen gebunden. Lass ihn in Ruhe. Ja, lass ihn gehen. Gott sagt irgendwann nach 120 Jahren, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich werde meinen Geist nicht ewig an ihn wirken lassen. Ja. Gottes Gnade ist ewig, aber irgendwann bringt es nichts mehr. Ja? Und dann hört er auf, obwohl er noch selbst noch gerne möchte. Lasst uns etwas lernen aus dieser Geschichte. Diese Pharisäer und Sadduzäer, vor allem die Pharisäer, die hatten eine Gelegenheit nach der anderen. Aber sie haben all diese Gelegenheiten versäumt und irgendwann haben sie so gehandelt wie der Satan selbst und Jesus hat sie verlassen. Und dabei wäre es so einfach gewesen. Sie hätten einfach nur glauben müssen den Worten Jesu und sehen müssen, wie die Prophetie sich erfüllt. Und wenn wir sehen, wie sich die Prophetie erfüllt, wenn wir sehen, wie Jesus in unserem Herzen wirkt, Ellen White sagt, das größte Wunder, das es gibt, ist ein bekehrtes Herz. Ein Mensch, der Jesus plötzlich liebt, ist das größte Wunder. Wenn uns das nicht ausreicht als Beweis für die Kraft Gottes, was soll uns dann ausreichen? Ne? Lasst uns Augen haben für die Zeichen der Zeiten, wie Gott wirkt in unserer Zeit. Und dann müssen wir nicht das befürchten, was die Pharisäer und Sadduzäer erlitten haben. Wollen wir noch gemeinsam beten? Lasst uns niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du uns in dieser wichtigen und ernsten Geschichte zeigst, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren müssen, dass wir nicht unsere Zeit vergeuden mit Dingen, die vielleicht in sich gar nicht verkehrt sind, aber wir vielleicht deswegen versäumen, uns wirklich mit den Zeichen der Zeiten zu beschäftigen, zu sehen, wo du wirkst, zu sehen, wie du an Menschenherzen arbeitest und zu sehen, wie dein Werk voranschreitet. Herr, bitte hilf uns, dass wir nicht so träge sind oder deine Worte ablehnen, sodass irgendwann dieses Werk an uns vorbeischreitet, ohne dass wir daran teilgenommen haben. Herr, lass uns immer sehen, wie du in unserem Leben und im Leben von anderen Menschen wirkst. Und lass uns sehen, dass dein Werk im himmlischen Heiligtum voranschreitet und dass wir im Glauben dir folgen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.